In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Der Meniskus ist der Stoßdämpfer im Kniegelenk. Er muss da einiges an Gewicht aushalten. Wird er durch Verschleiß oder Verletzung beschädigt, führt das zu Schmerzen, dann muss behandelt werden. Wie, das erfahren wir heute von Professor Dr. Stefan Vogt, Chefarzt der Klinik für Sportorthopädie an den Hessing-Kliniken. Hallo, grüß Sie. Hallo, Kluckert. Fangen wir an mit der Anatomie. Also Der Stoßdämpfer im Knie, das ist irgendwie Unterschenkel, Oberschenkel, genau dazwischen ist dieser Meniskus. Kommt erst noch Knorpel auf beiden Seiten, aber dazwischen liegt genau der Meniskus. Jetzt eine Keilform, können wir vielleicht mal sehen, auf dem ersten Bild. Das Bild sieht aus wie eine Mohrrübe, sagen wir jetzt gleich. Also, weil es so grün und rot ist, ne? Ja, ja, von der Farbe ist richtig. Also man sieht ja, glaube ich, ganz gut diese Keilformation. Und also hier ist jetzt der Oberschenkelknochen, hier oder ist der dieser Oberschenkel, eine, das ist diese zwei. Und hier ist der Unterschenkel. Diese zwei Dinger. Genau, ist so ein Querschnitt. Also dann ist einer von den beiden, oder? Das sind zwei Menisken? Oder ist das genau, eins? Das ist, beide sehen vom Querschnitt vergleichbar aus. Mhm. Und dann haben wir diesen Teil, der so ein bisschen dunkler ist. Hier ist der Meniskus an der Kapsel des Kniegelenkes befestigt und hier steht er im Gelenk. Also er steht nicht hier drauf, der Oberschenkel, sondern und das ist auch nicht kaputt da rechts, oder? Das ist nicht kaputt. Das sieht irgendwie aus wie Gewebe, als wenn das schon zerstört ist. Was dunkel ist, das sind Blutgefäße halt. Ah, okay. Und das zeigt auch, dass Verletzungen, die in dem Bereich sind, ganz gut heilen. Mhm. Verletzungen, die hier sind, schlechter und Verletzungen, die hier sind, kaum noch heilen halt, weil da einfach die Durchblutung fehlt. Das heißt, wenn der Meniskus da reißt, aufgrund von Verletzung oder vor allem auch Degeneration, Alter, dann heilt er da in der Regel nicht mehr halt. Das heißt auch white, also weiß, rot-weiß und genau. Rot, das sind dann diese Zonen eben, rot richtig. Ist Blut, genau. Weiß kein Blut. Rot-weiß ist so ein bisschen Blut und weiß ist eigentlich kein Blut mehr. Okay, genau. Wie kommt es denn zu Schäden? Also Degeneration, haben Sie schon gesagt, Degeneration, man wird älter und dann wird es immer dünner durch Verschleiß. Ja, hohe Beanspruchung ist zum Beispiel auch als Berufskrankheit anerkannt bei Fliesenlegern. Mhm. Durch dieses ständige Knien. Hm? Ach, das ist gar nicht irgendwie traumatologisch, dass man irgendwie einen Unfall hat oder sowas. Sondern also durch, kann durch sein, bei denen ist es durch Überlastung halt. Ach. Und dann gibt es natürlich auch die Anlage dafür. Es gibt Patienten, die haben einfach die Anlage, die haben so ein etwas minderwertiges Gewebe. Da passiert das teilweise schon mit 15, 16, dass erste Risse auftreten. Mhm. Ja, aber es gibt natürlich auch den traumatischen, den Unfallschaden halt. Durch eine massive Verdrehung, häufig in Verbindung mit Kreuzbandverletzungen, wo der Meniskus dann einfach reißt. Welche Rolle spielt denn das Gewicht? Also wenn ich jetzt, also es ist ja dieser Stoßdämpfer, wir sprechen über Stoßdämpfer. Mhm. Und je mehr Gewicht ich habe, ist das dann auch... Ist genau. Das Risiko dann umso größer? Definitiv, ne? Weil der Meniskus da einfach viel mehr aushalten muss. Ne? Ja. Also wenn er mehr Kraft dann die springen, also viel sowas machen? Also etwas Bewegung ist gut für den Meniskus und für den Knorpel, für das Gelenk, für die Ernährung. Fallschirmspringer zum Beispiel. Aber genau, aber Leute, die so Maximalkraft haben, wie ein Fallschirmspringer, der immer wieder aufkommt halt, das ist nicht so gut. Ne? Ah, ja. Also da macht der Meniskus dann schon, irgendwann sagt er, das passt mir nicht so. Und dann kann er reißen. Aber die meisten Menschen haben bis zum Lebensende einen funktionierenden Meniskus, oder? Ja, wenn man das wahrscheinlich eine Statistik macht, alle Menschen wahrscheinlich irgendwo schon. In der Klinik hat man einen anderen Eindruck. Ne? Da kommen schon sehr viele Meniskusbeschwerden halt. Ne? Und jeder, der irgendwas am Kreuzband hat oder am Innenband oder an anderen Sachen des Kniegelenks, hat meistens auch ein bisschen was am Meniskus oder ein bisschen mehr auch. Ne? Ja. Also bleiben wir noch beim Degenerativen, beim Verschleiß. Merkt man das auch durch Schmerzen? Also werden Sie das zunehmende Schmerz im Knie? Unterschiedlich. Oder? Die reine Degeneration werden Sie wahrscheinlich gar nicht so merken halt. Ne? Man merkt, wenn dann Risse, die Degeneration auftreten und die Risse so ungünstig liegen, dass der Meniskus gezerrt wird oder sich umschlägt, verklemmt. So kann sich zum Beispiel der Meniskus, kann der so umschlagen, dass er sich zwischen Schienbein und Innenbein verklemmt. Und das sind der die Sachen. Hoch, oder? Genau, dann reißt der ab, klappt einfach so um und verblockt sich halt. Und das sind die richtig wehtun. Und da kann man den Patienten auch sehr glücklich machen, indem man den einfach wieder rausholt und das Teil vielleicht auch dann entfernt. Also das war jetzt der Verschleiß. Und beim Unfall, da ist eigentlich genug da an dieser Masse, das ist nicht verschleißmäßig dünner geworden. Gibt die Kombination, schon ein bisschen vorgeschädigt und dann der Unfall. Mhm. Oder es gibt auch fast einen frischen Meniskus, der eigentlich noch nicht viel hatte, der durch den Unfall einfach den Meniskus durch die extrem hohe Kraft zum Reißen bringt. Und da unterscheidet man wieder, wo er reißt. Wenn er im Bereich der Kapsel, also da, wo es dunkel ist, reißt, kann man den wunderbar wieder hinnähen halt. So weiter man in die Richtung kommt, umso schwerer wird das wieder dann zu reparieren halt. Aber es gilt prinzipiell, der durch einen Unfall geschädigte Meniskus, den sollte man versuchen, irgendwie zu reparieren. Den durch Degeneration verletzten oder beschädigten Meniskus, den macht man meistens zum Teil zumindest raus. Und dabei ist nachgewiesen, so weniger Meniskusgewebe man entfernt, umso geringer ist die Gefahr einer Arthrose.
Kann man denn, wenn man jetzt so in sich hineinhorcht, in sein Knie hineinhorcht, da sind Schmerzen, gibt es so ganz typische Schmerzen, da gibt es einen ganz bestimmten Ort des Schmerzes, wo man sagen kann, ja, das ist höchstwahrscheinlich der Meniskus? Ja, kann man eigentlich ganz einfach sagen. Also Drehbewegungen führen genau sowas. Also auf einem Bein hin und her. Wenn das Schmerzen macht, spricht das immer so ein bisschen für den Meniskus. Wenn man länger steht und Schmerzen auftreten, spricht das eher für den Knorpel. Wenn man sich dreht, plötzliche Drehbewegungen ins Auto einsteigen, das ist dann meistens eher der Meniskus. Und der Innenmeniskus tut typischerweise auf der Innenseite weh. Interessanterweise eher bei Außenrotation. Und der Außenmeniskus tut auf der Außenseite weh, vor allem bei Innendrehung des Unterschenkels. Mhm. Genau. Wie häufig sind denn Kombis? Also, dass der Meniskus geschädigt ist, aber auch der Knorpel oder irgendwas anderes? Das ist gar nicht so selten. Ne? Meistens sind die beiden, hängen die schon irgendwo mit zusammen. Vor allem bei diesen stark traumatischen Schäden, wenn eine so große Kraft einwirkt, dass der Meniskus reißt, ist häufig was am Knorpel mit betroffen halt. Und wenn der Knorpel keine gute Qualität ist, wie Sie sagten, dann ist der Knorpel im ganzen Körper irgendwie auch nicht die gute Qualität? Oder ist das nur lokal begrenzt? Das kann lokal nur der Meniskus sein, ja. Ach so. Genau. Mhm. Okay, dann kommen wir zur Diagnose. Also kommt jemand zu Ihnen, hat Knieschmerzen, könnte Meniskus sein, Diagnostik. Man versucht, fragt, wann tut's weh, wie Sie schon gerade richtigerweise sagten. Auto einsteigen, genau, frage genau, wie ist das, wenn Sie ins Auto einsteigen oder aussteigen, tut es dann weh und sagt, ja, stimmt, das tut weh. Das wäre schon mal ein Hinweis darauf. Und dann natürlich die Untersuchung. Drehen des Unterschenkels, macht das Schmerzen, spricht für Meniskusriss halt. Und wenn man den Verdacht hat, dass der Meniskus beschädigt ist, dann schickt man den Patienten zum MRT und dann kann man das wirklich nachweisen. Also kann man das bei Inspektion, heißt das ja, wenn Sie Hand anlegen oder klinisch? Untersuchung halt, ne? Untersuchung. Genau, klinische Untersuchung halt, genau. Und dann können Sie da schon durch ein bisschen... Kann man schon die Verdachtsdiagnose drehen und gucken, wo der Schmerz dann ist. Das spricht schon stark dafür. Aber trotzdem immer noch mal ein Foto schießen mit dem MRT und genau hingucken, wo es in den Weichteilen los ist, oder? Genau, um zu gucken, ob noch Begleitverletzungen sind, halt, wie groß der Schaden ist. Und mit dem Patienten im Vorfeld schon so bestrichen, du, pass mal auf, wahrscheinlich müssen wir es entfernen oder man kann es nähen halt. Und das hat natürlich verschiedene Konsequenzen. Wenn man näht, ist das für den Meniskus besser, aber die Nachbehandlung ist einfach viel langwieriger halt. Und es gibt Patienten, die sagen, nee, sie möchten eine schnelle Rehabilitation haben und dann bitte nicht nähen halt. Also das muss man mit dem Patienten vorher besprechen und das MRT kann dabei helfen. Aber da sind wir schon bei den operativen Verfahren. Ich wollte das vorher nochmal fragen. Ohne OP, das ist ja auch immer sehr beliebt bei vielen, also, dass man nicht operieren muss. Wenn der Meniskus keine Schmerzen macht, heißt es nicht, dass man ihn zwangsläufig operieren muss. Also das ist symptombezogen. Also Symptome heißt jetzt nicht nur Schmerz, sondern auch Schwellung des Kniegelenkes. Gelenk, was immer dick wird, dann auch schmerzt vielleicht, das ist eher was man operieren sollte. Mhm. Der Zufallsbefund eines degenerativ veränderten Meniskus ist kein Grund, gleich zu operieren. Und wenn jetzt jemand sagt, ja gut, das wird hin und wieder dick, ab und zu habe ich immer Schmerzen, aber operieren möchte ich nicht, entstehen Folgeschäden dadurch, dass man es einfach länger rausschiebt? Oder? Ist nicht bewiesen, wann Folgeschäden entstehen, das sehen wir auch, wenn so ein Meniskus umschlägt und sich verklemmt, dann schadet er dem Knorpel. Wenn er eigentlich allein dort liegen bleibt, halt fraglich. Wenn es immer wieder zu Schwellungen kommt, dann kann es sein, weil die Schwellungen, das ist vermehrte Flüssigkeit im Gelenk, da sind Entzündungsfaktoren drin und die können den Knorpel schädigen halt. Das sollte auch nicht sein. Also das Knie sollte nicht dick werden. Wenn es ab und zu mal wehtut, muss man es nicht gleich operieren. Okay, dann schauen wir jetzt auf das Operative. Die operativen, ich habe mal so einen degenerativen Meniskusriss in der arthroskopischen Aufsicht mitgebracht. Also da ist jetzt der Knochen und hier ist ein Knochen, ja, das ist eigentlich Knorpel des Oberschenkelknochens und das ist der Knorpel des Unterschenkelknochens. Und das ist was ziemlich Zerfleddertes. Das ist sowas richtig Zerfleddertes. Das ist aber nicht das mit den Blutgefäßen, sondern... Genau, das ist diese weiße Zone halt. Die Blutgefäße werden da hinten hinter, in der Tiefe hier. Und das ist, was eigentlich schön gerade wäre, ist da komplett hinüber. Genau, das ist eigentlich ganz gerade, ganz glatt halt und das ist dann massiv degenerativ verändert. Das ist auch nicht auch umgeklappt, das ist jetzt gerade, aber macht trotzdem Probleme. Das kann Probleme machen, weil es immer hin und her schlägt und am Meniskus zieht halt. Ne? Und das ist der Bereich, den man dann entfernt. Okay, dann gehen Sie mit Ihren Instrumenten da rein. Genau. Arthroskopisch, das heißt diese drei Stangen und das eine so ein Werkzeug. Und dann wird das wegrasiert oder was? Es gibt so kleine Geräte, mit denen man das wegschneiden kann halt. Stanzen heißen die. Man kann es auch mit einem rotierenden Messer glätten und entfernen, je nach Gewebequalität. Mhm. Geht auch relativ schnell dann wahrscheinlich, oder? Ja, also Riesen-OP, sondern ist keine Riesen-OP, ist eine standardisierte OP halt. Aber ich sage immer, die OP ist dann fertig, wenn sie fertig ist halt. Das kann mal in 10 Minuten sein, das kann mal 20 Minuten dauern. Das ist davon abhängig, wie das Gelenk ist, wie der Meniskus ist halt. Ne? Also 20 Minuten ist ja nichts eigentlich. Dann ist das
entfernt. Mhm. Gibt es auch noch Verfahren, wo Sie haben gesagt, genäht? Was passiert dann da? Das könnte man bei diesem zwar machen, macht aber keinen Sinn, weil das nicht heilen wird halt. Mhm. Ne? Wenn der Riss nicht degenerativ ist und weiter hinten liegt, sagen wir hier zum Beispiel, wenn ein Riss drin wäre, dann könnte man es einfach über einen Faden wieder zusammenziehen. Da wird ein Faden eingebracht, der sehr stabil ist halt, und der zieht die Enden zusammen halt. Aber da ist ja Knoten dran. Das heißt, und in dieser Zone, das ist doch dann, das muss doch dann unangenehm sein, oder? Das ist eine sehr berechtigte Frage halt. Ne? Deswegen sollte der Knoten relativ eng zur Kapsel sein. Da, wo der Knorpel nicht draufsteht, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist, kann ein Problem sein. Ne? Deswegen muss man da wirklich aufpassen, wenn man das näht. Ja. Das heißt, Knoten nach hinten, möglichst wenig Fadenmaterial halt und 6 Wochen entlasten. Weil was dann passiert, in diesen 6 Wochen bildet sich neues Gewebe und das schützt auch so ein bisschen den Faden und den Knorpel und den Knoten. Und dass der Faden sich dann irgendwann aufgibt und diese Fäden auflösen. Hat man früher genommen, ne, Fäden, die sich auflösen, man hat aber festgestellt, dass sie nicht ganz so stabil sind. Heute nimmt man eher Fäden, die sich nicht auflösen. Die werden dann, wie gesagt, umschichtet mit Gewebe und werden dann sozusagen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Halt. Bleiben aber drin. Bleiben drin, genau. Okay. Okay, dann ist man fertig, also kommt raus aus dem OP, ist dann vielleicht noch 1-2 Tage, glaube ich, mehr ist es nicht mehr. Nicht mehr lang, kurz im Krankenhaus, genau. Wird dann auch schon mobilisiert. Genau, wir fangen relativ schnell an mit Mobilisierung halt, dass der Patient gleich lernt, damit umzugehen halt. Das ist so eine Maschine, die einen immer so... War beim Meniskus nicht unbedingt halt, eher nicht halt, da lässt man es eher zufrieden bewegt, wirklich durch den Physiotherapeuten halt, aber man zeigt ihm, wie man an Gehstützen geht, wie man Treppen geht, wie man den Alltag bewältigt, genau. Und dann kommt man immer nach Hause und macht weiter Physio. Aber wie lange dauert das, bis man wieder einigermaßen fit ist? Es kommt drauf an. Wenn man den Teil entfernt, gibt es Patienten, die sind nach 1, nach 2 Wochen schon so fit, dass sie wieder normal arbeiten halt. Mhm. Wenn man ihn näht, hat man 6 Wochen keine Vollbelastung. Das heißt, dann dauert es länger halt. Mhm. Ist langwieriger, aber wenn man nähen kann, ist es fürs Gelenk, für den Meniskus besser. Okay. Und wann kann ich wieder, für junge Leute zum Beispiel, wann kann ich wieder Sport treiben? Auch abhängig davon, wenn man nur einen Teil entfernt, ganz schnell. Wenn man ihn näht, dann geht es eher in die Richtung frühestens nach 3 Monaten, kann auch nach einem halben Jahr erst sein halt. Okay. Und merke ich noch was? Ich meine, wenn jetzt ja der Meniskus jetzt an dieser Stelle hier fehlt, der ist ja weg, dann merke ich das irgendwie durch irgendwie unangenehmes so Gefühl oder sowas? Bemerken Sie nicht halt, wenn viel vom Meniskus fehlt halt, kommt es zu einer erhöhten Druckaufnahme im Gelenk und das können Sie merken, weil der Knorpel mehr belastet ist. Und das kann dann theoretisch zu Knorpelschäden und zu Schwellungen des Gelenkes führen. Das werden Sie merken dann. Kommt es zu einer Umverlagerung, dass jetzt zum Beispiel das, was noch da ist, mehr Druck bekommt und das noch mit? Ja klar, so weniger Gewebe da ist, umso mehr Druck kriegen die Restteile. Und dann die kann da ja wieder was passieren. Theoretisch könnte es da weitergehen. Kommt das doch häufiger mal vor? Ist nicht so häufig. Also wenn man das gescheit macht, dann sieht man das eher selten. Und bei denen, wo es gerissen ist, die ja vielleicht schlechtes Knorpelmaterial haben, für die berechtigte Frage, auch irgendwann mal bei denen kann es schon wieder reißen. Das ist schon so halt. Mhm. Ne? Weil wenn es einmal gerissen ist, war das Gewebe scheinbar nicht so richtig toll. Man näht es zwar halt, es bildet sich eine Narbe, aber das kann auch wieder reißen. Das muss man dem Patienten auch sagen halt. Okay. Wann geht's vielleicht für uns Älteren, wann geht's so los mit dem Degenerativen? Wann sollte man dann denken, dass, wann ja, geht's so wie los? Gesagt, es ist unterschiedlich. Ne? Es gibt 16-jährige Mädchen, die haben es schon. Ja. Und es gibt den 50-, 60-Jährigen da, wo es dann erst so richtig losgeht halt. Ne? Also wichtig ist dann wirklich die Untersuchung beim Experten halt, ein MRT zu machen. Und dann kann man sagen, ja, ist eine Degeneration oder ist was anderes. Also wenn es weh tut, wir haben ja auch schon mit dem Drehen und so weiter. Wenn es weh tut, eigentlich mal zum Arzt gehen und mal abklären. Wenn es mal weh tut, wenn es mal zwickt, nicht unbedingt gleich. Aber wenn es heftiger ist, wenn es immer mal wiederkommt, dann ja. Und wenn es umklappt und blockiert, dann kommt dann merken Sie das, dann kommen Sie automatisch, weil das richtig weh tut. Im Liegentransport wahrscheinlich. Ja, liegen vielleicht nicht, aber Sie werden kommen. Danke für diese Infos, war spannend. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.